Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Island in the Stream aus dem Ostseebad Binz. Dirk hat in seinem Post gesagt, das ist so, wir feiern Silvester heute. Nur bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ich habe Tischfeuerwerk besorgt. Wo habt ihr das hingestellt? Gut, super. Top Vorbereitung. Die Jungs hier hinter mir. Wir fangen mal mit Dirk an. Den habt ihr ja schon gesehen im Warm-up. Sitzt dort. Kannst auch mal Hallo sagen, bitte? Ja. Hallo. Schön. Alle zusammen. Wunderbar. Ja. Als nächstes mein guter Freund und ebenfalls Silvester-Arbeitsloser Jörg Scheffler. Ja, so soll es sein. Wunderschönen guten Abend. Ich bin immer noch geneigt, Giorgio Della Rosa zu sagen, weil ich das so nett finde. Und der Mann dort mit dem wundervollen Möwensheet-Pullover ist ebenfalls ein DJ-Kollege. Und ich habe das schon mal vorbereitet. Seinen Namen habe ich aufgeschrieben. Welche Kamera haben wir? Könnt ihr das sehen? So, warte mal. Ich komme mal dichter. Ist das die hier? Ja? Geht noch? Ja, genau. Das ganz Wichtige an dieser Sache ist, Alex Schwarz, ja, Rügenvibes, mit T geschrieben. Ja, danke Mike, genau. Genau deshalb habe ich es aufgeschrieben, falls ihr jetzt nicht genau wisst, was ich damit meine. Ich habe ihn des Öfteren schon in gelegentlichen Streams ohne T geschrieben und ich neige bis heute dazu, das auch völlig zu ignorieren. Habe ihn gebeten, einfach mal beim Amt eine Änderung zu beantragen. Wie denkst du darüber? Ja, ist eine sehr gute Idee, weil dann hast du weniger Arbeit und Amt kostet einmal und dann ist das alles gut. Würde ich machen. Warum haben wir uns hier getroffen? Wir wollen ein bisschen Musik für euch machen, wir wollen aber auch ein bisschen mit euch schnattern. Also, ihr wechselt am besten, wenn ihr jetzt bei YouTube seid. Das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, wenn man einen YouTube-Kanal hat. Ne? Geht da raus. Ja? Könnt kurz reinschalten und dann geht ihr raus. Ich habe da auch irgendwo einen Link gepostet in dem Chat und dann kommt ihr rüber zu Twitch. Dort könnt ihr nämlich mit uns gemeinsam chatten, Fragen stellen, wir beantworten die auch. Und während Dirk jetzt den Gin Tonic eingießt für uns beide, die anderen beiden leben ja alkoholfrei, das dürfen sie auch, du kümmer dich mal um unsere Getränke, werde ich euch mal ganz kurz darüber informieren, weil außer Dirk hat sich hier niemand vorbereitet, weil sie wissen, Mike, das kann mich vorbereiten, bringt aber nichts. Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt, und zwar heute Morgen unter der Dusche, beim ausgiebigen Duschen, ja, meine Kinder, Paw Patrol, ich duschen, 5 Stunden, und da fiel mir das ein. Und zwar schreibt jetzt jeder von euch auf einen kleinen Zettel 2 musikalische Genres. Die falten wir zusammen, die Zettel, die kommen dann in einen Pott, ja, also nicht jemand ankacken könnt sein, ihr kriegt euren eigenen Zettel. Ja? Die verlosen wir und jeder von uns muss dann 15 Minuten dieses Jungle spielen für euch. Ungestört, ohne Gelaber. Das Ganze 2-mal, das heißt jeder ist eine halbe Stunde dran, hat 2 verschiedene Jungles. Dirk ist der Einzige, der sich vorbereitet hat, deshalb macht der die letzte halbe Stunde, aber einmal 15 Minuten muss er mit ran. Ja? Sehr schön, Mike. Eine tolle Sache. Ich würde jetzt, Jörg, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber war nett. Vielen Dank. Ja, ja. War sehr nette Sache. Vor den kleinen Zettel fand ich lustig, wenn die großen Dinger mal siehst. Habe ich Ahnung von Musik, weiß ich, wann was in den Charts war. Also ganz ehrlich. Es war seit 84. Was ich viel schlimmer finde, meine Lieben, gerade, wenn ich mal so auf den Tisch blicke, ja, schön, dass ihr an euch gedacht habt mit den Getränken. Darf ich dir die Cola öffnen? Sehr gerne. Entschuldigung. Hier muss man alles alleine machen, ne? Das ist, weißt du? Und wenn ich den Anteil Gin gesehen habe, wird das ab circa 2 Stunden ganz lustige Veranstaltung hier. Wer möchte zuerst ziehen? Ja, komm. Jörg, das habe ich kurz. Rühr mal ordentlich durch. Ich wühle mal ordentlich durch, sofern man überhaupt einen Zettel wühlen kann. Einen Zettel. Hoffentlich ziehe ich jetzt nicht meinen eigenen. Da bleibt aber jetzt ganz schön was übrig, ne? Wenn er nur ein Set spielt, ne? Ja, ne, wir, dann ist eine Prost. Bleibt übrig als Notfall. Schlager. Ist das dein Ernst? Wer hat das aufgeschrieben? Jörg, das kannst du sein. Es müssen alle durch. Auch du musst da durch. Ich habe, auch wenn ich keinen Schlager habe. Deshalb habe ich dir gezeigt, Rechnen. Wie du auf meinem Rechner Titel suchst. Autsch. Oh, Vocal House. Oh. Haus, wo gesungen wird. 90 Stands, Vocal House. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja. So, jetzt bin ich dran. Muss ich suchen. Ah, bin mal gespannt. 5-mal gefaltet, das ist erstmal schon, das ist Kündigungsschreiben. Ich habe einen ganzen Zettel genommen, da steht... Ja. Das machen wir nochmal, weil das ist ja Quatsch. Ja? So. Da kannst du quasi ein Aussuchen davon. Nee, das ist ja unfair den anderen gegenüber. Hast du wieder 2 auf einen geschrieben? Ja, hat er. Ach, Dirk. So. Ja, habe ich gemacht. Ich habe auch einen zerrissen und ich glaube, ich habe den wieder, oder? Haus. Verschiedene Genres auf Zettel geschrieben, haben die rein und jeder darf sie losen. 15 Minuten lang muss jeder von uns dann dieses Genre erfüllen, ob es ihm passt oder nicht. Es wird sportlich, ja. Er kann sich ja schon mal ein bisschen warm trinken. Ja, für euch.
Jörg Scheffler und Vocal, was? Haus. Thank you.
my shoes just like good luck and white skies and love. So, meine Lieben, die ersten haben ja über den Stream schon so ein bisschen guten Abend gesagt. Dann sage ich mal guten Abend zurück an die Rostocker, die sich eingeschaltet haben. Natürlich auch an die Insel. Und für den der Song ist, braucht man glaube ich nicht sagen. Ich glaube, meine Frau macht gerade Freudensprünge. Hoffe ich auf jeden Fall. Passt ja so schön ins Genre. Das ist Moby. Und ich habe noch sage und schreibe 7 Minuten. Das heißt, man könnte direkt noch 7 Songs verpacken irgendwie. Mal schauen. Song, der hat so eine kleine Bewandtnis, denn rein theoretisch hätten wir einen Vince wieder auf dem Kurplatz eine richtig geile Silvesterparty zusammen gefeiert. Leider dies Jahr nicht, aber er wäre auf jeden Fall dabei gewesen, Mr. Sidney King. Deswegen darf dieser Song natürlich hier jetzt bei uns im Programm heute hier nicht fehlen. Bei der schönen Vocal-Klausur hier ist Mr. Sidney King. Something's happened with my soul, I got this feeling deep inside. In the back streets of my mind. Found a kind of paradise. There's a kind of freedom without fear, just harmony. And I decided I gotta change my life complete. So
deep inside my heart, there is an endless burning flame. And I discover so much love, my life will never be the same again. Such a kind of freedom, without fear, just harmony. And I decided, I gotta share my work complete. One more try, with head up high. It's much too late, when we die. One more try, with head up high. Don't be late, don't be shy. Toss and turn, I want you to know I got toss and turn, gotta explore. I get toss and turn, I get high, I get toss and turn. You to know, got to the reason why I had to need. I said, I want, I got stand, I fight, you said my love. So, Mike versucht hier den Kamin gerade wieder in Gang zu kriegen. One more, so jetzt mit Hilfe. In the night time. So, ich sag's ungern. Aber eine Viertelstunde ist wirklich ganz schön wenig und die ist gleich um. Ihr beiden kommt klar, ja? Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Wir haben noch mehr Themen, ja, ja. Das ist wohl wahr. Und du merkst, ich bin so ein bisschen in die Klassiker abgedriftet. Das war einfach so die schöne Unsere Disco-Zeit, ne? Kennst du das? Unsere Disco-Zeit. Guck mal, aber pünktlich sind wir auf jeden Fall. Ne? Ich komme mal wieder mit. Ich hoffe, ich bin da oben noch gern gesehen.